Okay, so, die Frage ist jetzt natürlich, wo kann ich Sonic mit neuem Shit ausrüsten? Das ist... Das würde ich gerne wissen. Wo geht das? Ich finde die Musik in dem Spiel leider nicht spannend. Also das eine Level hatte gerade eine coole, coole Musik. Dieses eine Cyber-Dingsbums-Level. Aber insgesamt... Weiß ich nicht. Bin ich so der Fan von der Musik. Genau, die Schuhe bekommt man halt auch ewig lange. Also das ist jetzt nicht so, dass man die nur irgendwie für den Release-Zeitraum bekommt und dann ist gut, sondern... Die hast du halt echt bis, keine Ahnung. Ende Januar, ne? 31. Du hast halt literally 2 Monate Zeit, um dir so ein Shit zu sichern. Das ist halt nicht unmöglich, eigentlich. Ich mag halt die Breath of the Wild Musik auch, aber Breath of the Wild möchte was anderes erreichen als dieses Spiel, glaube ich. Also hier ist so eine Dissonanz zwischen dem High-Speed Sonic is too cool for school Gameplay und der melancholischen Musik. Halt, du bist einfach super schnell unterwegs und die ganze Zeit ist die Musik so du-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 du. Und das passt halt nicht zusammen einfach, finde ich. Hey Dakana, was geht ab? Ha. Okay. Wow. Yo, oh Gott. Okay, es hat geklappt. Sehr schön. Wir kommen langsam voran, glaube ich. Wir kommen langsam irgendwo hin, wo wir eigentlich so ein bisschen was reißen könnten. Vielleicht sollte ich einfach mal so ein Level machen. Die können wir noch mitnehmen. Kleinen Dude, der hier rumkugelt. Die können wir noch mitnehmen. Ja, ich verstehe, was sie machen wollen. Es passt trotzdem nicht, finde ich. Ich habe den zweiten Sonic-Film nicht gesehen. Ich muss ihn mir ganz, ganz dringend angucken. Jeden Tag wieder nehme ich mir vor, dass ich ihn mir heute schauen werde, aber ich habe ihn noch nicht angeschaut. Ah, warte. Junge! Warte, das müssen wir nochmal machen. Da bitte.
Ah, verdammt, ich hab den einen verpasst. Ich bin der traurigste Mensch. Zumindest haben wir es geschafft. Das ist schon mal ein Anfang. Oh, fuck. Okay. Ja, das können wir doch direkt nochmal machen. Dann kurz alle Ringe holen und dann ist ja alles super. Shinran Maru, danke für deinen Sub. Oh fuck, oh Gott. Dass das geklappt hat, holy shit. Damn, so. Ich habe den ersten Film halt auch gesehen und fand den unterhaltsam, sagen wir es mal so. Es war jetzt nicht der beste Film, den ich je gesehen habe, aber für das, was er war, war er ganz cool. Ich habe mir nur gewünscht, dass es ein bisschen mehr in der Sonic-Welt selber spielt und nicht so viel in der realen Welt. Aber halt, er war ganz nice, so. Ich kann mich jetzt nicht beschweren für einen Videospielfilm. Detektiv Pikachu mochte ich immer noch ein bisschen mehr. Die kamen ja beide, glaube ich, relativ ähnlich vom Zeitraum heraus. Aber ich fand den ersten Film ganz okay, so, das kann man sich antun. Ich muss mir den zweiten halt echt mal geben. Vielleicht mache ich das am Wochenende mal, dass ich mich einfach mal hinsetze und mir den zweiten Sonic-Film anschaue. So. So, das haben wir alles schon gemacht, ne? Sick, okay. Das sieht aus, als ob es da ganz nach hinten zurückgeht. War da nicht auch noch irgendwas? Einmal komplett zum Anfang zurück, bitte. Damn! Yo! Hau raus! Was ist los? Voll cool. Kommt tatsächlich komplett zum Anfang zurück. Hätte ich das nicht alles schon gemacht, ich hätte es jetzt nochmal machen können. Haben hier noch ein zweites Level irgendwo? Ha. Echt? Detektiv Pikachu kam früher raus als Sonic 1? Ich habe das Gefühl, die kamen so in der gleichen Zeit irgendwie raus. So, keine Ahnung. So 2-3 Monate voneinander entfernt. Okay, versuchen wir das hier nochmal. We'll be right back.
Halt, das Lied finde ich cool. Ich hasse es, dass ich meinen ganzen Speed verliere, sobald ich springe. Das gibt's doch nicht. Warum krieg ich das denn nicht hin? Holy shit! Fuck you! Du Arschlochspiel! Holy shit! Das kann nicht dein Ernst sein! Das kann nicht dein fucking Ernst sein! Oh mein Gott! Das ist nicht dein Ernst! Bro, come on! Bro, come on! So! Oh mein Gott! Eat my fucking ass, Alter! Das kann nicht sein! Holy shit, Junge! Was ist das? Okay, das können wir auch direkt nochmal machen. Irgendwie kannst du halt auch einfach da direkt hochspringen, ohne dass du die Dudes irgendwie dingsen musst. Aber ich krieg das nicht hin. What? Fuck you! Holy shit, Junge! Oh mein Gott! Das war nicht mal richtig gut, das geht sogar noch perfekter. Ich hab mich halt wieder mega dumm angestellt zwischendurch, aber holy shit. Holy shit, einfach nur. Oh mein fucking Gott! Ich glaube nicht, dass das gerade passierte. Ich drehe durch. I'm literally losing my ass, so. Holy shit. Oh mein Gott. Es ist halt... Bro, what the fuck einfach nur. Was ist das für ein Level? Das ist das zweite Level, Junge. Das ist eigentlich das zweite scheiß Level im Spiel. Wie kann das so crazy sein? Ha, ey, mein Herz. Mein Herz klopft so krass, Mann. Es ist nicht okay. Oh, ich sterbe literally gerade. Schulz Max, by the way, danke für die 2 verschenkten Subs zwischendurch und die 40 Bits. Und Sweatsen, falls ich das auch noch nicht gesagt habe.
Oh mein Gott, einfach nur. Ey, ich bin... Fucking what the fuck, einfach nur. Was zum eigentlichen Dämpfer hier. Ey, wir können gerne nochmal reingehen und schauen, ob wir das jetzt auch über den anderen Weg hinkriegen. Ach. Ach. Gott, ich bin so kaputt, Alter. Ich glaube, das hier ist auch noch ein Level. Da können wir gerade mal hingehen. Wo auch immer das ist. Da vorne. Ey, ist aber halt echt so. Das ist insane, Mann. Halt auch der Dude in dem YouTube-Video hat das auch nur mit 0,3 Sekunden Unterschied geschafft. Das kann halt nicht... Bro, da ist irgendwas buggy, Mann. Da ist irgendwas halt nicht so, wie es sein soll. Da bin ich 100% von überzeugt. Oh, okay. Können wir bitte den Dude hier anvisieren? Danke. Ich dachte, das wäre ein Level, aber nein, das war nur eine Challenge. Auch okay. Ich weiß nicht. Irgendwie fühlt es sich so ein bisschen an, als ob ich gerade einfach den übelsten Bullshit überwunden habe und nicht, als ob ich so ein Level geschafft hätte. Weißt du, wenn es halt so ein Ding ist von wegen... Ich hab's halt offensichtlicherweise nicht geschafft, aber so, wenn ich halt so echt 10 Sekunden drüber wäre und es dann halt 20 Mal spiele und jedes Mal so eine halbe Sekunde näher komme, wo ich halt merke, okay, ich werde immer besser, dann ist das halt so eine Sache. Aber das war halt gerade so... Weiß ich nicht. Also ging irgendwie... Bin froh, dass ich es hinter mir habe, aber ich habe das Gefühl, ich hätte das auch schon vor 20 Minuten schaffen können. Und das war jetzt so eine unnötig mega lange Aktion, die eigentlich auch hätte ein bisschen kürzer sein können. TBH, NGL, SMH, my head und so. What? Wir haben das hier noch nicht gemacht. Witzig. Ich witzel mich übrigens weg, wenn wir es tatsächlich schaffen, auf der ersten Insel bereits unsere Stärke auszumaxen. Ich meine, wir sind halt fast ein Drittel da. So, wo sind noch Challenges? Hier ist noch eine. Okay, dann hole ich den später. Komm schon. So. Ist er tot? Oh, shit. Ist er nicht, die Bitch. Ach, scheiße. So. Ah, ist wieder so eine Geschichte. Ey, ich muss mal schauen, wie es mit It Takes Two aussieht. Weil das ist halt was, wo wir das beide zusammen timen müssen. Und wenn er keine Zeit hat, dann kann ich es halt nicht machen. Und er ist leider ein Busy Boy gerade. Machte halt jeden Tag über Stunden. Und da hatte halt auch nicht dann Bock, da nochmal 5 Stunden im Stream zu sitzen. Daher, wenn er sagt, können wir machen, ist cool. Wenn nicht, dann müssen wir mal schauen, wie wir es angehen. Huh.
So weit, so gut. Hä, fehlen uns nur noch zwei Challenges? Dann habe ich die ganze Dings aufgedeckt. Wow, okay, cool. Kann ich zwei hinlegen? Nee, okay, dann kann ich nur eins machen, okay. Dann machen wir erst das da und dann... Oh, uns fehlt auch noch der Dude hier. Ich glaube, für den bin ich jetzt stark genug. Ich glaube, das sollte ich hinkriegen. So. Sehr gut. Ich habe Sonic Unleashed gespielt, als es damals rauskam. Halt direkt zum Release und ich fand's voll cool. Das Einzige, was ich halt nicht so cool fand, waren die Werehog-Level. Die waren so ein bisschen... Weiß ich nicht. Ah, komm schon. So, na bitte. Bro, come on. Ah, verdammt. Na egal. Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, ich habe noch ein paar Münzen. Warum sage ich Münzen? Das sind Ringe. Ich krieg das noch hin. So, dann halt auf die einfache Cheater-Art und Weise. Echt? Sega wollte für Sonic Forces Geld für die Chaos Emeralds haben? Das habe ich komplett verpasst, weil ich habe Sonic Forces, glaube ich, echt nur einmal ganz schnell durchgespielt und dann war es aus den Augen, aus dem Sinn, so ein bisschen. Es war jetzt so ein unspektakuläres Spiel, dass ich es einfach instant wieder vergessen habe. Ich glaube, ich spiele Purpur. Also die Zukunftsversion. Ich finde sowohl den Professor besser, als auch die Geschichte, dass du... Okay, hier kann ich noch nichts machen. Als auch die Geschichte, dass du... ein geileres Legendary bekommst. So, ich finde das halt super strange, dass in der anderen Version... Du ein Vieh hast, das aussieht wie ein Motorrad, aber das ist einfach... kein Motorrad, sondern läuft halt einfach... Keine Ahnung, das ist super weird, deswegen... Not a fan, ich spiele die andere Version. Wo muss ich hin? Was? 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 Keine Ahnung, Alter. Ah, da vorne, okay. Holy shit. Ich weiß nicht, welchen Starter ich möchte. Ich habe tatsächlich nicht mal eine Ahnung, welchen Starter es gibt. Ich bin, was Pokémon angeht, gerade so gar nicht auf der Höhe. Sobald alle Herausforderungen abgeschlossen sind, hä? Oh, das ist praktisch. Sick. Oh, man möchte auf meinem Kanal werben. Mal schauen, was das ist. Ew. Ich bin mir unsicher, ob ich das möchte. Schauen wir mal, wie viel die bezahlen. Wenn sie genug bezahlen, bin ich voll mit dabei.
Echt? Pokémon wurde geleakt? Warte, das lässt sich rausfinden. Falls ja, muss ich leider den Stream ausmachen. So leid es mir tut. Warte. Hier ist zumindest noch nichts. Ach so, die Startentwicklung wurden geleakt. Ich dachte, das Spiel. Das hätte ich mir leider angucken müssen. Da hätte ich schauen müssen, ob es im Emulator funktioniert. So, okay, nachdem wir das jetzt alles geschafft haben. Wir haben alles geschafft, ne? Wir haben die erste Insel komplett. Ich werd bescheuert. Wir haben hier noch voll viel. Warum kann ich da nicht hin? Was ist das eigentlich? Wo bin ich gerade? Und ist da irgendwo so ein Herz in der Nähe? Genau, hier ist direkt eins. Habe ich das gerade eingesammelt? Nee. Das ist da oben, okay. So, dann finden wir mal raus, wie wir da jetzt hochkommen. Tolles, riesiges Spiegelnetz-Ding. Yay! Hm. Oh, ich habe auch neue Punkte. Vielleicht soll ich hier mal ausgeben. So, das war's. Oh, wow. Okay, okay. Hau raus. Mega gut. Voll krass. Geht er einfach übelst ab. Ach, das sind die Herzen. Okay, okay. Okay, okay, ja, die sind nicht so wichtig, glaube ich. Ich glaube, wir haben echt mehr als genug mittlerweile. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Was ist denn unsere Aufgabe? Mit Amy reden. Vielleicht sollten wir einfach mal dahin gehen. Die chillt da hinten irgendwo. Hat so Zeit ihres Lebens gerade. Ich bin leider nicht Sonic-Fan genug, um sagen zu können, ob das seine... ob das eine andere Stimme ist oder ob die immer schon so klang. Für mich klang die immer so, wie er gerade redet. Die Kokos zu ihrer Mutter zurück und vermeide ihre Bomben? Was? Warum werfen die Bomben? Okay, die Mini-Sonics finde ich cute. Oh, es ist es ist einfach das Ziegen-Minigame aus Twilight Princess. Und aus irgendwelchen Gründen werfen die kleinen Bomben? Was ist der Lore-Grund dafür? Krass.
Die ist einfach fucking gestorben. What? Okay, okay. Wir suchen weiter. Es verhält sich, als wäre das alles nicht passiert. Wissen wir überhaupt, was das war? Nein, aber ich spüre eine Art Abschluss, Trost. Seltsam. Gehen wir weiter. Ich will hier schnellstmöglich weg. Ja, guter Plan. Dann mal auf zum nächsten Punkt, schätze ich. Ich meine, wir haben doch jetzt auf der Insel überall diese Rails freigeschaltet. Eigentlich müssen wir doch voll die sicken Moves machen können die ganze Zeit. Warte. Oder auch nicht. Bäh. Wait, wo muss ich dafür drauf? Hier. Oder auch nicht. Warte, so. Ups. Ich glaube, ich würde die erste Insel zumindest noch fertig machen. Mal schauen, wie lange das noch dauert. Und wenn das einigermaßen schnell geht, dann können wir noch ein bisschen in die zweite reingucken. Aber länger als Mitternacht würde ich, glaube ich, nicht machen. Oh Gott, ich habe keine 200 Milliliter mehr. Du schon wieder? Füge dich. Dein leichtsinniges Handeln gefährdet die Welt. Hey, erklär mal, was an meine Freunde retten schlecht sein soll. Du bist ein unerwünschter Gegner. Ich werde keine Daten mit dir teilen. Das ist dein Problem. Sonic würde nie jemanden gefährden. Er will sogar diesem Coco helfen, seine große Liebe wiederzufinden. Liebe, ein viel zu vager und mannigfaltiger emotionaler Status. Oh, euch beiden Ignoranten ist nicht zu helfen. Wer, was war das Mädchen? Außer einer Nervensäge? Keine Ahnung. Ey, am meisten freue ich mich auf die neue Snapcube-Fandub, die aus diesem Spiel wahrscheinlich herauskommen wird. Kann ich hier hoch? Sick. Honk. Eigentlich will ich hier lang. Vielen Dank. Kaboom! Vielen Dank. Stimmt das nicht? Es sagt, seine Liebe war auf der anderen Seite des Feldes. Aber das ist das Feld. Nach Landwirtschaft sieht es aber nicht gerade aus. Vielleicht solltest du deine neue Technik anwenden und den Wildwuchs hier beseitigen. Was sind das für dumme Minigames in diesem Spiel? Ja, ich meine, Snapcube muss auch noch Sonic Forces? Doch, Sonic Forces auch noch durchspielen. Also nicht durchspielen, war halt dumm.
Hä, warum fliegen hier Bienen rum? Was ist das für ein unsinniger Kram? Okay, ich bin zu groß für die ganze Sache. Colors Lost World, Generations, Riders Zero Gravity. Haben sie Riders Zero Gravity nicht bereits? Ich meine, die haben die ganzen Riders-Dinger schon durch, aber. Aber ja, es kommt ja tatsächlich noch einiges. Also, das alles hier war mal Ackerland, ja? Ja, es war wohl sehr fruchtbares Land. Aber jetzt? Ich meine, viel Gras gibt's ja. Ja, aber Gebiete, die von Dr. Edmund zerstört wurden, sahen später auch so aus. Das Land war kaputt und hat kaum begonnen, sich zu erholen. Wir müssen dafür sorgen, dass es sich voll erholen kann. Ja. Ey, das Spiel sieht auf der Switch so bad aus. Das Spiel sieht auf der Switch. Holy shit. Halte mich auf dem Laufenden. Ja, Doktor. Und finde einen Weg, mich hier rauszuholen. Ich prüfe alle sicheren Optionen. Mach weiter so, Sage. Danke, Doktor. Ist Sage einfach Dr. Eggmans gestorbene Tochter? Wenn das nicht so ist, bin ich super sad. So, warte mal, wir konnten doch irgendwie quick traveln zwischen den ganzen Dudes hier. Wie ging das denn? Nicht so, auf jeden Fall. Weißt du, jeder normale Game Designer würde sagen, okay, du gehst hier hin, drückst auf X und das Spiel fragt dich, ob du dahin möchtest. Und dann kannst du sagen, ja. Und aber nicht dieses Spiel. Ich habe ja tatsächlich, ich habe ja noch 2 Stück offen. Holy shit, lass uns die mal machen. Warte mal. Du kannst das Spiel ganz bestimmt auch mit einer 1070 spielen. Das sieht jetzt nicht so krass aus, dass das die größte Grafikpower benötigen würde. Das war cool. So, ich hoffe, ihr seid bereit für die nächste große Anstrengung des Tages. Oh mein Gott, das ist doch eine Sonic Generations Stage, oder?
dachte, da wäre irgendwas Cooles, aber scheinbar eher nicht so. Dass das geklappt hat. Ach, come on. Jetzt waren die bestimmt da oben irgendwo. Nein, sie ist hier. Okay, alles ist super. Okay, 1.15. Das probieren wir mal. Wenn das jetzt auch wieder so eine scheiß wacke Anstrengung wird, ne? Bro. Sag ich dazu nur. See you in 30 minutes. Ach, du liebe Güte. Oh, was? Holy shit. What? Oh, come. Das war so scheiße gespielt. Ich habe sogar das Ziel verfehlt und ich habe trotzdem noch einen S-Rang gekriegt. Und bei dem anderen... Ey, ich habe einfach PTSD von dem anderen Level jetzt. Ich bin am fucking Ziel vorbeigesprungen. Es ist halt... Bro, come on. Come on, bro. Come bro on, man. Man, man. Bro, man. Es ist halt alles... Junge, love it so. Game of the Year, right here. Okay, wo ist das andere Level?